Ja, ich möchte ganz gerne mit Ihnen ein bisschen über den CIO in Action sprechen, aber es geht nicht nur um den CIO. Die gesamten Industrien da draußen, von Banken bis Automotive, verändern sich gerade mit einer radikalen Geschwindigkeit. Und neben dem CIO ist natürlich die gesamte IT-Organisation, In-house, aber auch Zulieferer, Lieferanten in der IT-Welt, die entsprechend sich verändern müssen. Und wie ich diese Journey wahrnehme und wie wir als eine Drexelmeier-Gruppe und Drexelmeier IT auf diese Journey entsprechend reagieren, möchte ich Ihnen ganz gerne heute ein bisschen vorstellen. Dazu erzähle ich Ihnen kurz ein bisschen was zur Drexelmeier-Gruppe. Wir haben gerade schon ein bisschen was über Maserati gehört. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Dann möchte ich ganz gerne mit Ihnen nochmal reinschauen, was ist denn in den letzten 10, 12 Jahren tatsächlich da draußen passiert, was diese Geschwindigkeit erzeugt hat. Wie stellt man sich dann als Organisation strukturell auf, innerhalb der IT, aber auch mit den Businesspartnern innerhalb und außerhalb entsprechend, um nach vorne zu kommen. Und am Schluss, wir sind hier auf einer SAP-Konferenz, müssen uns natürlich auch mit dem Thema SAP intensiver auseinandersetzen. Das wollen wir hier natürlich auch gemeinsam tun. Und da möchte ich Ihnen unsere Journey auch aufzeigen, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns Drexelmeier anschauen, wir sind im Premium-Segment tätig, das heißt, wir arbeiten für die Premium-Automobilindustrie seit vielen Jahren auch schon sehr, sehr partnerschaftlich. Das ist keine Kundenlieferantenbeziehung, sondern es ist eine sehr partnerschaftliche Beziehung. Es macht sehr viel Spaß, in dem Produktportfolio natürlich sich auch zu bewegen. Es sind sehr, sehr schöne Autos, die am Ende des Tages dabei herauskommen. Was sind das tatsächlich für Teile, die wir machen? Wir machen vor allem die Kabelbäume. Mit den Kabelbäumen sind wir groß geworden. Die meisten unserer Werke sind Kabelbaumwerke, und das muss man sich so vorstellen, dass bis zu 5.000 Menschen gemeinsam an einem Ort entsprechend Kabelbäume zusammenstecken. Die Herausforderung bei einem Kabelbaum, und die meisten von Ihnen werden entsprechende Autos fahren, aber kennen vielleicht nicht die Herausforderung, die wir ja auf unserer Seite haben. Einige dieser Kabelbäume haben eine Losgröße 1 mit einer Variantenvielfalt von 2,5 Millionen. Das heißt, Sie gehen schön zu Ihrem Autodealer, konfigurieren Ihr Auto, und am Schluss wird diese Komplexität bei uns wieder abgebildet. Und gerade im Premium-Segment, im SUV-Segment, sind viele dieser Kabelbäume extra für Sie angefertigt. Und wir haben häufig nur 3 Tage Zeit, um diese Kabelbäume überhaupt zu unserem Kunden an die Linie ranzubringen. Das heißt, wir haben eine enorme Komplexität, Losgröße 1 mit 2,5 Millionen Varianten, und haben dann nur noch 3 Tage Zeit, um die entsprechend auszuliefern. Das hat mit Standardisierung in der Automobilindustrie nicht ganz so viel zu tun, und es hat sich ehrlicherweise auch nicht so stark vom Bild verändert. Sie sehen das eine Bild, wie wir vor 40, 50 Jahren Kabelbäume gefertigt haben, und daneben sehen Sie unsere Werke, wie wir heute die fertigen. Da hat sich nicht so viel wesentlich verändert. Das ist immer noch eine sehr, sehr manuelle Tätigkeit aufgrund der Komplexität. Wir versuchen da sehr viel natürlich auch zu automatisieren mit Robotik, aber am Schluss reden wir immer noch von einem sehr komplexen Endprodukt, was wir produzieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich unsere gesamte Erstellung eines Kabelbaums auch digitaler geworden. Im CAD, CE-Umfeld, im Engineering, im PLM-System nutzen wir natürlich modernste Technologien. Wir nutzen 3D-Drucke, um entsprechend unsere Vorproduktion erstmal uns anzuschauen über einen 3D-Druck. Dann wird er auch entsprechend abgefilmt, geht dann von Tunesien nach Mexiko im Schritt hin und her. Diese ganzen Technologien nutzen wir natürlich bei uns auch. Aber der Kabelbaum selbst ist immer noch ein sehr, nenne ich mal, analoges Produkt, ein wenig digitales Produkt. Und da ist auch die Frage, wie können wir als IT dort Mehrwerte schaffen, um uns dort zu verändern. Neben dem Kabelbaum haben wir das ganze Thema Interior. Sag mal, wenn man sich in eins unserer Autos reinsetzt und so nach links und rechts schaut, dann ist das gesamte Look and Feel sehr stark bei den Produkten, wo wir mit drin sind, von einer Drexelmeier entsprechend definiert. Und da kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, das ganze Thema Leder. Bei uns wird sehr, sehr viel Leder jeden Tag angeliefert. Und der erste Schritt, den wir machen, wir fühlen quasi über das Leder drüber hinweg und mit dem Auge und markieren Stellen im Leder, die wir Ihnen am Schluss nicht verarbeitet ausliefern wollen. Das liegt daran, dass ein Rind eventuell auf der Weide am Stacheldraht vorbeigelaufen ist und sich ein bisschen die Haut aufgeratscht hat. Das ist am Schluss eine Stelle, die wollen Sie im Leder nicht haben. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns das Leder scannt, das manuell macht. Und haben wir als IT gesagt, was kann man denn da besser machen? Und das sind AI-Lösungen mit Picture to Cloud, mit einem der großen Provider, die wir heute Morgen schon gehört haben, wo wir als IT helfen, solche Prozesse zu automatisieren, vom Individuum wegzuholen und einen komplett automatisierten Prozess rüberzugeben. Auch im Kabelbaum ist es so, dass wir mit reingehen und schauen, wie kann man den Kabelbaum denn von morgen anders gestalten. Dieses komplexe Wirrwarr, was wir eben gesehen haben, wollen wir in eine Schienentechnologie bringen mit Zonen aus verschiedenen Gründen. Reduziert die Komplexität in der Produktion. Dadurch ist der Kabelbaum in der Zukunft auch überhaupt in der Lage, nicht nur Energie
durchs Auto zu bringen, sondern auch Daten und somit Intelligenz. Denn am Schluss überlegen wir uns auch, was sind Geschäftsmodelle von morgen? Das ganze Thema, dass Sie Fahrzeuge vielleicht zukünftig weniger besitzen werden, sondern eher leihen, Drive Now oder ähnliche Trends. Und vielleicht haben Sie zukünftig auch eine Zahlungsbereitschaft im Sommer, für ein paar Cent pro Minute eine Klimaanlage zuzumieten, wenn Sie in einem solchen Auto sitzen. Und im Winter sind Sie vielleicht bereit, für ein paar Cent pro Minute eine Sitzheizung dazu zu mieten, vielleicht sogar noch eine beheizte Mittelkonsole, denn sowas machen wir im Premium-Segment auch. Das heißt, es entstehen neue Geschäftsmodelle, wofür Sie wiederum auch den Kabelbaum oder eine Kabelschiene brauchen, um diese Pay-per-Use-Geschäftsmodelle überhaupt nach vorne zu bringen. Und da sind wir natürlich als interne IT-Organisation auch sehr stark gefragt. Ein ganz anderes Segment, wo wir drin sind, wo der Kabelbaum aber andockt, ist das Thema Batterie. Die Firma Drexmeyer hat vor über 10 Jahren angefangen, sich mit dem Thema Batterie intensiv auseinanderzusetzen. Und mittlerweile sind wir einer der Batteriehersteller da draußen am Markt. Und unsere Batterie macht 800 Volt, schafft 1000 Newtonmeter beim Kundenfahrzeug auf die Straße zu bringen und kann mit 250 kW geladen werden. Das sind sehr, sehr respektable Werte. Diejenigen von Ihnen, die sich mit solchen Autos schon mal auseinandergesetzt haben, wissen, da sind wir ganz vorne mit dabei. Und wenn man ganz vorne mit dabei sein möchte, dann braucht man da auch einen gewissen Grad der Automatisierung. Und so hat sich bei uns auch die Fertigung komplett verändert. Sie finden eine komplette Robotik bei uns. Wenn Sie in das Werk in Sachsenheim gehen, wo wir die Batterie jetzt fertigen, wird diese Batterie komplett automatisiert gefertigt. Das heißt, Roboter tanzen miteinander und sind kaum mehr Menschen, die damit eine Rolle spielen. Und dann sieht am Schluss eine Batterie, wie wir sie für Porsche, für den Porsche Taycan ausliefern, sieht dann wie folgt aus. Die Akkus kaufen wir von einem asiatischen Unternehmen zu, den Rahmen kaufen wir zu und unsere Kompetenz ist, vollautomatisiert diese zu assemblen, sie zu kleben und sie auszusteuern. Und das ist unsere Leistung, die wir bringen für den Kunden und dann just in sequence dem Kunden an die Leitung, an die entsprechende Linie zu bringen. Das Spannende geht aber weit darüber hinaus. Und das Spannende, was wir hier sehen, ist dann in der IT. Wir reden in der Vergangenheit in der Automotive immer über Traceability. Wir gehen jetzt weit über Traceability heraus. Wir gehen hier über einen Production Twin und wir reden über einen Product Twin. Das heißt, wir müssen jeden einzelnen Schritt in unserer Produktion nachverfolgen. Welche Schraube von welchem Lieferanten zu welchem Zeitpunkt wurde entsprechend mit in dieser Batterie verbaut? Und das muss als Gesamtkonstrukt dem Kunden mit ausgeliefert werden. Das heißt, der Kunde wird zukünftig neben dem Produkt selbst eben auch ein Twin digital von dem Produkt mit ausgeliefert bekommen. Und darüber hinaus kommt der nächste Schritt, an dem wir jetzt arbeiten, das ganze Thema Performance Twin. Denn immerhin ist die Batterie, im Elektroauto zumindest, das teuerste Einzelprodukt, was Sie in diesem Auto drin haben. Wenn Sie Erstkäufer sind, ist das für Sie vielleicht noch nicht ganz so relevant. Aber wenn Sie Zweitkäufer sind und von meinem Erstkäufer ein Auto kaufen, interessiert Sie vielleicht intensiv, wie der mit der Batterie umgegangen ist. Wie viele Schnellladezyklen hatte der? Wie viele Langsamladezyklen? Hat er die Batterie immer komplett entladen oder nur bis 30%? Hat er sie immer hochgeladen bis 100% oder nur bis 70%? Am Schluss arbeitet eine Batterie am besten zwischen 30% und 70%. Und dafür brauchen Sie einen Performance-Twin. Das heißt, Sie müssen in Real-Time nachvollziehen können, wie ist denn der Erst-, Zweit- oder Drittfahrer mit diesem Auto jeden Tag umgegangen. Und das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt. Mittlerweile in China gibt es die gesetzliche Anforderung für einen sogenannten digitalen Batteriepass, dass Sie in der Lage sein müssen, wenn Sie solche Produkte einführen wollen, dort zukünftig Elektroautos einen digitalen Batteriepass mitbringen. Das heißt, ein Performance-Twin in Real-Time draußen. Und das sind die Themen, wo wir als Drexmeyer IT mit drin sind, sehr nah am Endprodukt. Darüber geht es aber hinaus, wenn wir über das Thema Digital Twin reden, End-to-End, den Digital Twin mit dem Kunden am Schluss zu verheiraten. Das heißt, wir sehen heute schon und nicht morgen, sondern heute schon, dass unsere Kunden dahin gehen, dass sie sagen, wir wollen, dass eure Produkte aus dem R&D-Bereich oder in der Erstfertigung, bevor es in Serie geht, erstmal als digitaler Zwilling bei uns abgeliefert werden und wir mergen dann die digitalen Zwillinge, die wir von euch zuliefern bekommen und machen den ersten Test eines Automobils komplett digital. Und das ist eine enorme Herausforderung an die gesamte Systemlandschaft, die wir im Hintergrund haben. Sie alle kennen das. Neben SAP haben wir diverse eigene Systeme, MES-Systeme, PLM-Systeme und so weiter. Und durch diese gesamte Landschaft muss dieser digitale Zwilling natürlich durchfliegen, damit am Schluss wir dem Kunden zur Verfügung stellen können. Und das ist eine große Herausforderung, aber auch eine hohe Leistung, die wir als IT entsprechend unserem Unternehmen hier zur Verfügung stellen und dann dem Endkunden auch. Ja, so sieht so ein Gerät dann aus, von dem ich gerade gesprochen habe. Neben der Geschwindigkeit auch ein sehr emotionales Produkt. Und
Auch an dieser Stelle gab es eine Situation im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, wo können wir als IT noch zusätzliche Mehrwerte für unser Unternehmen schaffen. Wir hatten letztes Jahr im Mai eine Begehung unseres neuen Werks in Sachsenheim. Und es war klar, dass zu dem Zeitpunkt unsere Roboter noch nicht geliefert sind, wir keine Produktionsstraßen haben, sondern nur eine leere Werkshalle. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir denn unseren Kunden empfangen und dem Kunden vermitteln, was wir zukünftig da tun werden? Denn eine solche Batteriefabrik gab es in der Form in Deutschland noch nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben aus den Facility Engineering Systemen haben wir die Daten des Werkes rausgeladen. Wir haben aus dem PLM-System die Daten entsprechend aus dem Endprodukt der Batterie rausgeladen und wir haben von unserem Lieferanten aus den Robotern die Roboterdaten rausgeladen. Wir haben das relativ einfach gemerged, das Ganze hat weniger als 3 Monate gedauert und am Schluss waren wir in der Lage, dass unser Kunde mit Virtual Reality, also mit Glasses, durch die Produktion laufen konnte. Und zwar nicht nur durch die Produktion, er konnte in die Produktionszellen eintauchen und er konnte sogar in die Batterie eintauchen, während sie produziert wurde. Das heißt, der Kunde war in der Lage, sich ein komplettes Bild zu verschaffen, wie das Werk Sachsenheim ein paar Monate später die Batterie entsprechend produziert. Und das war keine Rocket Science, das hat das Team in weniger als 3 Monaten geschafft, entsprechend aufzubauen. Und da sind wir als IT natürlich auch in eine ganz andere Situation gekommen, wir haben eine ganz andere Wahrnehmung bei unseren internen Kunden, aber auch bei den externen Kunden mit solchen Lösungen erzielen können. Und das sind die Felder, in denen wir uns bewegen, um auch am Endprodukt sehr nah dran zu kommen. Aber wie ist denn die Journey überhaupt dahin, dass wir uns die letzten Jahre dorthin entwickelt haben? Und ich fange da immer ganz gerne in dem Jahr 2007 an. Das Jahr 2007 ist das Jahr, wo das iPhone groß geworden ist, wo Facebook global gegangen ist, aufgrund dessen, da Twitter momentan ja auch sehr stark in Nutzung ist. Übrigens auch ein wichtiges Jahr, wo Twitter richtig groß durchgestartet ist. Und Tesla hat übrigens auch seine ersten Autos im Jahr 2007 auf die Straße gebracht. Das Interessante ist, das ist alles Konsumergeschäft, das ist alles B2C, das sind alles normale Endkunden, die dafür gesorgt haben, dass diese Skalierung in der Digitalisierung im Jahr 2007 angefangen hat und so nach oben gegangen ist. Das ist nicht im B2B-Umfeld entstanden. Und wenn Sie sich das anschauen, Christian, ich habe vorhin gelernt, ich kann das noch ein bisschen besser animieren, wenn man von 2006 auf 2016 geht, kann man das noch ein bisschen besser durchlaufen lassen. Ich habe mal nur 10 verschiedene Jahre hier genommen. Wenn Sie sich das Jahr 2006 anschauen und die großen Player am Markt nach Marktkapitalisierung, waren damals ExxonMobil, GE, Microsoft, Citigroup, BP, Royal Dutch Shell. Microsoft ist der Exot in der Auflistung. Wenn Sie sich das Jahr 2016 anschauen, dann haben wir hier Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, ExxonMobil und Facebook. Das hat sich gedreht. ExxonMobil ist hier der Ausreißer. Und wenn wir ins Jahr 2018 noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, dann ist ExxonMobil in dieser Liste gar nicht mehr mit enthalten. Das heißt, eine unglaubliche Veränderung auch der großen Player am Markt, aber auch hier, ich bleibe bei dem Statement, B2C und nicht B2B, das ist der Endkundenmarkt. Was bedeutet das für uns als Unternehmen mit der gesamten Entwicklung? In der Vergangenheit haben die Kapitalmärkte, die Investoren, aber auch die Banken sehr stark nach Land, Ressourcen, Arbeitskräfte, Kapital geschaut. So wurden Unternehmen in der Vergangenheit bewertet. Wenn Sie sich anschauen, wie Unternehmen heute bewertet werden, ist es IP, Daten, Talent und Prozesse. Und das trifft eben nicht nur kapitalmarktgelistete Unternehmen, sondern auch Familienunternehmen wie unser Unternehmen, denn dort schauen auch Banker drauf und gucken, wie sie uns das Fremdkapital geben und gucken auch auf die Seite, wo entwickelt man sich und wie ist der IT-Durchdringungsgrad im Unternehmen, denn das, am Schluss geht es in die Bewertung des Unternehmens ein. Eine Frage, die ich im Jahr 2018 immer wieder gestellt habe, wenn ich durch die Werke von China bis Mexiko mich bewegt habe, mit dem Werksmanagement mich unterhalten habe, aber auch in den Corporate Functions war immer, wer kennt Waymo? Mittlerweile ist es zum Glück so, dass ich mir die Frage stelle, dass eher 70% Waymo kennen. Im letzten Jahr, 2018, war es ja so, dass ich froh war, wenn mal 1, 2 Leute die Hand gehoben haben und gesagt haben, klar, ich weiß, was Waymo ist, ich kann es sogar noch erklären. Ich stelle Ihnen im Raum jetzt nicht die Frage mit Handzeichen, jeder für sich kann diese Frage selbst beantworten. Für diejenigen, die es nicht wissen, was Waymo ist, Google Waymo ist mittlerweile die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung im Automotive Business. Die Nummer 1 ist Toyota, Nummer 2 ist Google Waymo, Nummer 3 ist Volkswagen, Nummer 4 ist Uber Software, 5, 6 sind Daimler und BMW, dann kommt Tesla, dann kommt GM, Ford, dann kommen Lyft und Cruise, auch wieder Software für autonomes Fahren. Das heißt, einige der Top-Player in der Automotive-Industrie, wenn wir nur nach einer Marktkapitalisierung schauen, kommen komplett über die Software. Und das ist natürlich auch eine Veränderung unserer Kundensituation.
wir müssen uns schon die Frage stellen, wer ist denn heute der Kunde und wer ist der Kunde entsprechend von morgen, wenn die Marktkapitalisierung sich im Automotive-Business entsprechend verschiebt. Und das ist auch ein weiteres Signal dafür, dass IT nicht mehr nur Business unterstützt, sondern IT ist Teil des Business. Wir haben heute Morgen sehr viel dazu gehört. User Experience ist für mich auch crucial. Es bringt nichts, wenn ich irgendwas ausrolle, was im Background richtig sophisticated ist, aber für den Endkunden am Schluss nicht spürbar. Prozesse müssen digitalisiert werden. Wir sehen immer mehr mit RPAs, dass Schritte übersprungen werden. Früher hat man versucht, um sich leaner darzustellen, in ein Shared Service Center zu gehen. Heute geht man diesen Schritt meiner Meinung nach nicht mehr oder sollte den nicht mehr gehen. Man sollte gleich mit RPA den Prozess digitalisieren und automatisieren. Und man muss über das Thema Digital Backbone, sich nochmal, haben wir heute Morgen auch einiges gehört, viel mehr Gedanken machen. Ich spreche nie über ein Data Lake. Ich spreche immer über ein Data Backbone. Warum? Ein Data Lake für mich suggeriert, ich schmeiße es irgendwo rein und irgendjemand wird sich darum kümmern. Diesen irgendjemand gibt es nicht. Deswegen spreche ich immer von einem Data Backbone. Man muss ganz klar definieren, Primärsystem, wo werden die Daten gepflegt, durch wen, was ist die intelligente API, wie bringe ich die Daten entsprechend zusammen. Das ist der Trend, der meiner Meinung nach in den letzten 12, 13 Jahren sehr intensiv stattgefunden hat. Aber dieser Trend ist sehr stark im B2C und weniger im B2B-Umfeld. Und der drückt immer mehr aus dem B2C auch zu uns zurück. Und wir müssen sehr schnell Antworten auf die entsprechenden Anforderungen finden. Ist der nächste große Trend 5G? Sicherlich ist ein ganz wichtiger Trend. Wenn im Februar in Barcelona war, auf der Mobile World Conference, da ging alles um 5G. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema. Aber viele Use Cases, die momentan mit 5G diskutiert werden, kann man auch in 4G. Ich glaube, ganz spannend ist, sich auch mit Wi-Fi 6 auseinanderzusetzen. Diejenigen, die im Produktionsumfeld arbeiten, der Schritt von Wi-Fi 5 auf Wi-Fi 6 ist ein enormer Schritt. Und da muss man sehr kritisch die Frage stellen, brauche ich an der Stelle wirklich 5G? Ist auch wieder eine Frage, ist das eher ein B2C-Produkt, 5G und Wi-Fi 6 vielleicht das B2B-Produkt? Muss man kritisch hinterfragen. Nichtsdestotrotz, die Diskussion dahinter, das ist genau das Richtige. Und ob das am Schluss mit 4G, 5G oder was auch immer abgebildet wird, das ist relativ egal. Wichtig ist, Produkte werden konnektiert und ein dummes Produkt wird ein intelligentes Produkt. Und ein intelligentes Produkt kann man entsprechend adressieren, kann man warten und daraus wird ein Service. Und das sind die Business Cases, die dahinter stecken, mit denen man sich am Schluss auseinandersetzen muss. Was bedeutet das Ganze jetzt für uns als Organisation und wie passen wir unsere Organisationsstrukturen an solche Situationen entsprechend an? Und da haben wir für uns erstmal überlegt, was ist denn unser Stake als Corporate IT? Und das wird bei jedem von Ihnen im Raum ein bisschen anders sein. Und ich habe in der Vergangenheit immer darüber gesprochen, es gibt eine Office-IT, eine Produktions-IT und eine Produkt-IT. Und in meinem letzten Unternehmen habe ich immer ganz klar gesagt, im Endprodukt bin ich nicht mit drin. Ich bin im Büroumfeld drin, ich helfe die Produktion zu optimieren, aber das Endprodukt ist nicht mein Stake. Mittlerweile verschiebt sich das ein bisschen. Wenn ich einen Performance-Twin in einer Batterie abbilde, bin ich als IT im Endprodukt in gewisser Weise drin, aber ich erfinde nicht das Endprodukt neu. Ich gebe einen Add-on-Service im Endprodukt, aber ich bin immer noch nicht derjenige, der das Endprodukt als IT designt. Deswegen sehen wir uns als Drexel IT im Bereich 3, wo wir sagen, wir shapen die User Experience. Wir helfen, Prozesse zu optimieren, Master Data, die User Experience, da sind wir mit drin. Wir sind im Businessmodell ganz partiell nur mit drin, das heißt ein bisschen von der 2, aber in der 1 sehen wir uns nicht ganz selten mal unterstützend. Und ich glaube, dieses Scoping muss jeder für sich erstmal machen. Was ist überhaupt mein Arbeitsauftrag? Wo möchte ich mit meiner Organisation hin? Und wie kann ich meinem Business entsprechend die richtigen Dienstleistungen zur Verfügung stellen? Und Sie haben auch gesagt, was ist denn unsere Vision? Und unsere Vision ist ganz klar, we create solutions. Alles, was wir machen, muss am Schluss ein Benefit auf der Business-Seite erzeugen. Und für uns sind unsere internen User nicht nur intern. Wir haben auch User außerhalb. Wir haben viele tausend Menschen, die auch mit unseren Systemen zusammenarbeiten, auf der Zuliefererseite, auf der Kundenseite. Und genau für alle diese Anwender createn wir Solutions. Und das Wort Solutions dreht sich bei uns durch die gesamte IT an allen Schnittstellen. Ich habe globale Solution Manager, die entsprechend IT-Bereiche verantworten zum Kunden hin. Die entwickeln Lösungen entsprechend zum Kunden. Ein paar dieser Solution Manager sitzen jetzt auch hier gerade im Raum und machen für mich im Tagesgeschäft Business Development und entwickeln mit den Kunden gemeinsam die Lösung von vorne, machen Pipeline Management. Das heißt, dreht sich alles um Solutions. Wir definieren aber noch weiter, was ist denn unsere Erwartungshaltung an uns? Wie definieren wir denn das Wie? Wie wollen wir als IT sein? Wie wollen wir uns verhalten?
Und da gibt es Punkte wie, we love what we do, weil wenn wir das nicht mögen, was wir tun, wenn wir nicht dahinter stehen, werden wir niemals erfolgreich sein. Und geht weiter bis Solutions, wo wir sagen, we bring digital experience into the cars of tomorrow. Wenn Sie zukünftig ein Porsche Taycan fahren und da ist ein Performance Twin, eine Batterie drin und Sie wissen, wie diese Batterie sich verhält und Sie können eventuell einen höheren Marktwert beim Wiederverkauf erzielen, dann haben wir Digital Experience Ihnen ins Auto von morgen gebracht. Jetzt ist die Fragestellung, das ganze Thema Digitalisierung und wie geht man ganzheitlich mit diesem Themenkomplex um. Und natürlich habe ich in meiner Organisation mit den Teams auch diverse Projekte, RPA, Prozessoptimierung, IoT, AI, Virtual Reality, ganz viele Einzelmaßnahmen. Die Herausforderung ist aber, wie skaliere ich denn? Wie schaffe ich es denn ganzheitlich, diese Anforderungen in einen Konzern reinzubringen? Und dafür gibt es aus meiner Sicht 4 Handlungsfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist jetzt für eine Drecksmeile, das kann bei Ihnen ein bisschen anders sein, aussehen. Aber wir haben 4 Handlungsfelder identifiziert, wo wir sagen, wenn wir digitale Lösungen zukünftig oben draufsetzen wollen, ist das das Fundament, was wir erzielen müssen. Das erste ist Technologie, unser Technologie-Backbone. Wir haben eine ganz klar definierte Cloud-First-Strategie. Das muss natürlich kaufmännisch alles stimmen, aber das ist nicht unser Primärfokus. Das ist nur die Foundation, das Hygienekriterium, was gewährleistet sein muss. Obendrauf geht es mir, Risiken zu diversifizieren, über verschiedene Rechenzentren bei verschiedenen Anbietern mein Risiko im GIS-Business zu diversifizieren. Ich möchte schneller hochskalieren, ich möchte schneller wieder abschalten können, ich möchte schneller Zugang zu Technologien haben, die ich niemals in meiner eigenen Organisation gewährleisten kann. Niemals mit der Geschwindigkeit, mit der Power, die der eine oder andere Lieferant an der Stelle kann. Sie sehen, wen wir im Einsatz haben, wenn Sie die Logos entsprechend kennen, Namen muss ich da entsprechend nicht nennen. In China haben wir momentan die Herausforderung, dass wir dort ein lokales Rechenzentrum, jetzt einen lokalen Cloud-Provider nutzen, aufgrund China Cyber Law. Also auch solche Anforderungen haben wir natürlich, die wir berücksichtigen. Neben dem Thema Technologie, wo wir sagen, nicht nur, wo wird es gehostet, haben wir an der Stelle auch das Thema Netzwerk weltweit. Wir gehen immer mehr weg von MPLS, wir routen immer mehr übers Internet. Wir werden auch ein Stück weit mutiger, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Wir gehen mit Redundanzen anders um. Das gehört auch in den ganzen Technologie-Stack. Daneben ist der Organisations-Stack. Ich mache immer ein sehr klares Statement und vergleiche das immer mit der Infrastruktur. Vor 10 Jahren haben wir noch darüber gesprochen, Cloud, nein. Und viele CIO-Kollegen haben vor 10 Jahren mir noch erklärt, warum sie im eigenen Rechenzentrum bleiben. Es gibt auch noch Unternehmen, die auch noch in den letzten 2, 3 Jahren ein eigenes großes Rechenzentrum gelauncht haben. Eine ähnliche Diskussion beginnt jetzt erst auf der Applikationsseite. Ich glaube, in 5 bis 10 Jahren werden wir an vielen Stellen Themen nicht mehr aus der IT-Organisation heraustreiben, sondern direkt aus dem Business heraustreiben. Unsere Rolle als IT-Organisation wird sich sehr stark verändern. Unsere Aufgabe ist aber auch, das Business darauf vorzubereiten. Das heißt, wir müssen mit dem Business gemeinsam unsere Kollegen in den Fachbereichen entwickeln, um überhaupt mit dieser Geschwindigkeit umzugehen. Die haben sehr große Ängste da draußen und wir sind die Experten und wir müssen denen helfen, entsprechend in ein anderes Arbeitsmodell zu kommen. Das ist ein weiterer großer Bereich, wo wir dran arbeiten. Der dritte ist End-to-End-Prozesse. Auch das haben wir in den Slides heute Morgen gesehen und gehört. Wir als Drecksmeier sind ein Unternehmen, was noch sehr stark in Silos denkt, nach Funktionen. Einkauf, Vertrieb, Finanzen, kennen Sie alles. Wir sind gerade dabei, das aufzubrechen und in End-to-End-Prozesse zu gehen. Und das bedeutet natürlich, dass auch jeder Einzelne sich da verändern muss. Denn das bedeutet, dass vielleicht über meinen Prozessschritt jemand anders am Schluss die Verantwortung hat. Und so definieren wir im Rahmen unserer SAP-Journey gerade unsere End-to-End-Prozesse neu. Und ein vierter Teil da drin ist das ganze Thema Master Data. Ich habe es eben schon gesagt, ich spreche nie über Data Lake. Ich rede immer über den Backbone, ich rede immer über die APIs. Leider ist es ein Thema, mit dem sich niemand gerne auseinandersetzt, das ist auch klar. Irgendwie kommen die Daten ins System, aber keiner will sie pflegen. Und deswegen haben wir aus der IT heraus eine große Initiative gestartet. Wir definieren die Regeln. Wir definieren mit jedem Fachbereich einzeln, wer ist der Data Owner, wer ist der Data Steward, was ist der Pflegeprozess und helfen dem Business auch, diesen Pflegeprozess zu automatisieren. Ich glaube ehrlicherweise, das ist eine ganzheitliche Aufgabe der CIO-Organisation. Und wenn wir große Transformationsprojekte fahren wollen, sind das die 4 Elemente, die wir unten drunter brauchen, um überhaupt nach vorne zu kommen. Dann gibt es immer wieder die Diskussion, wie gehen wir mit Startups um? Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir alle haben, ist, dass die Startups, die wir haben, wo tolle Menschen drin arbeiten, mit enormem Know-how, tolle Sachen auf die Beine stellen, wie schaffen wir es, dass wir die nicht tot machen? Wie schaffen wir, dass die wirklich im Konzern skalieren?
Und ich habe häufig gesehen, wo man mal in einem Werk oder in einer Funktion was Tolles gebaut hat. Aber für ein Unternehmen wie unseres, wo ich 65 Werke und mehr da draußen habe, muss das ins gesamte Unternehmen. Und ich will jetzt gar nicht die leidige Diskussion CDO, CIO aufmachen, aber am Schluss geht es darum, die CDOs, wie man sie auch immer nennt, ob es sie gibt oder nicht gibt, am Schluss müssen die skalieren über die IT. Und deswegen haben wir bei Drexmeier auch beschlossen, dass die CDO-Organisation Teil der CIO-Organisation ist, denn nur so schaffen die es zu skalieren und so werden sie nicht von dem Corporate entsprechend aufgefressen. Wichtig ist, dass man natürlich diesen Teil der Organisation auch entsprechend aufhängt und nicht wie jetzt hier abgebildet irgendwo rechts unten und vielleicht diese Position sogar vakant hält, sondern sie müssen das Ganze nach oben bringen bis in die obersten Ebenen. Und das ist Teil mit der Herausforderung, Räume zu schaffen, Platz zu schaffen, Menschen Zeit zu geben, aber Menschen auch zu inspirieren, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich sage immer, in einer perfekten Welt brauchen wir keine CDO-Organisation, weil die IT-Organisation im Fachbereich das gemeinsam nach vorne treibt. Die Welt ist aber nicht so perfekt und deswegen brauchen wir in vielen Unternehmen diesen Layer, der dazwischen steht. Der muss aber sauber angedockt sein, sodass der Layer entsprechend skalieren kann. Und der eine oder andere von Ihnen im Raum hat sicherlich auch die Reisen gemacht in Silicon Valley, hat sich Startups dort angeschaut und ein Bild, und ich habe davon dann direkt ein Foto gemacht, zeige ich auch immer wieder gerne. Ich glaube nicht, dass Sie eine Hundematte auslegen müssen und die Mitarbeiter einen Hund mitbringen dürfen in die Firma, um Startups erfolgreich zu machen. Daran glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass diese Bereiche gut angedockt sind, dass sie wissen, woran sie arbeiten, dass sie einen Impact generieren können und dass sie skalieren können über den Konzern. Das heißt, dass man diesen Bereichen diesen Raum gibt vom Minimum Viable Product in ein skaliertes Produkt, was über den ganzen Konzern geht. Und dann brauchen sie, glaube ich, auch keine Hundematte mehr. Ich habe ab und zu mal gefragt, wer überhaupt einen Hund hat und wer einen Hund gerne mit in die Firma bringen würde. Das Feedback war dann relativ gering. Am Schluss geht es aber über die V-Economy. Und gerade die traditionellen Unternehmen, gerade im deutschsprachigen Bereich, sind sehr stolz auf das, was sie in Eigenleistung vollbracht haben. Ich nenne das immer die Heldengeschichten der Vergangenheit. Aber die Geschwindigkeit da draußen ist unglaublich schnell, sodass wir viele Themen gar nicht mehr alleine schaffen zu besetzen. Und deswegen müssen wir gucken, wie wir partnerschaftlich die Themen nach vorne bringen. Man sieht aber auch auf der Anbieterseite, dass es den einen oder anderen Anbieter gibt, der es geschafft hat, sich in diese Richtung zu entwickeln, der mit dem Kunden am Schluss Value generiert, der stolz darauf ist, wenn er dem Kunden Value generiert und nicht nur über Lizenzen mit dem Kunden diskutiert. Und das ist eine interessante Journey, ganz interessant zu beobachten. Und noch interessanter zu sehen, wer diese Journey gerade erfolgreich geht. Aber es fängt auch mit uns selbst an, dass wir überhaupt den Raum für solche Partnerschaften entsprechend geben. Und um solchen Raum zu geben, muss man raus aus seiner Komfortzone. Und deswegen mag ich diese Abbildung sehr gerne. Where the magic happens ist irgendwo anders. Aber es ist nicht da, wo ich mich jeden Tag bewege und glaube, mich wohl und sicher zu fühlen. Denn wohl und sicher ist es langfristig nicht. Ich muss dorthin, where the magic happens. Denn am Schluss entwickelt sich alles mit einer hohen Geschwindigkeit weiter. Das Interessante ist aber, dass diesen Erfindergeist, diesen Tatendrang, den wir alle als Kinder gehabt haben, wie wir laufen gelernt haben, wie wir uns entwickelt haben, wie wir immer wieder umgefallen sind, das nimmt einfach über die Jahre, über die Jahrzehnte ab. Kleine Kinder gehen jeden Tag hunderte, tausendmal aus ihrer Komfortzone. Wir machen das nur noch sehr selten. Wir verteidigen sie sogar eher. Und das zeigt auch, dass eben 2% der Menschen eher diejenigen sind, die immer rausdrängen und 98% eigentlich eher die sind, die sagen, das passt schon. Und wie kommen wir von diesen 2% mehr nach vorne und bringen mehr Menschen entsprechend nach vorne? Und das ist, glaube ich, eine Reise, die von beiden Seiten gegangen werden soll. Grundsätzlich muss man sich diese Reise erstmal klar machen, damit man weiß, womit gehe ich eigentlich um. Grundsätzlich, wenn jemand damit konfrontiert wird, dass alles anders wird, entsteht erstmal eine gewisse Form von Angst. Das ist die Angst vor Veränderung. Das heißt, ich muss dem Mitarbeiter erstmal die Chance geben, zu verstehen, was verändert sich und wie kann ich mit dieser Veränderung umgehen. Dann komme ich in eine Learning Zone. Und wenn ich diese Learning Zone erfolgreich mache, komme ich in die Wachstumszone. Und wenn man sich das so anschaut, was ich die letzten 10 Jahre erlebt habe, ich war in vielen Unternehmen die letzten 10 Jahre tätig, ich bin immer in Restrukturierungssituationen gekommen und immer große Restrukturierungssituationen. Und am Schluss musste man sich immer eingestehen, dass man die Menschen nicht weitergebildet hat, dorthin, wo man sie eigentlich heute braucht.
war immer ein Großteil des Problems eine Restrukturierung. Und deswegen müssen wir uns jetzt genau die Frage stellen, wie gehen wir denn damit um, dass die Lebenszyklen gerade immer kürzer werden und kürzer werden und wie holen wir die Menschen entsprechend ab? Das ist auf der einen Seite sicherlich eine Managementaufgabe. Wir müssen Trainings ermöglichen, wir müssen helfen, dass die Menschen die Horizonte erkennen. Aber es ist auch klar eine Mitarbeiteraufgabe von der anderen Seite, auch einzufordern, wo sie hinwollen, zu sehen, welche Technologien es gibt. Ich meine, am Schluss ist der IT-Experte der IT-Experte und der muss auch für sich wissen in seinem Ökosystem, wie entwickelt sich das weiter. Also es ist eine Aufgabenstellung, die von beiden Seiten kommt und das hat nichts mit Success und Failure zu tun. Sie kennen diese Abbildung, vielleicht ein bisschen anders gemalt, anders fotografiert. Ich mag diese Abbildung überhaupt nicht, denn es ist nicht Success und Failure in verschiedene Richtungen. Das ist einfach nicht wahr. Am Schluss ist es eine Form der Iteration. Ich muss ein paar Trippelschritte machen, wie das Kind, ich muss wieder auf den Popo fallen, ich muss wieder aufstehen und die Reise geht weiter. Ich glaube aber, und das ist der wichtige Teil daran, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir überhaupt in einem so einem Modus uns bewegen. Und da wird viel dann über Scrum diskutiert und ich bin großer Verfechter von Scrum. Ich glaube aber, es gibt so ein paar Leitplanken, die viel wichtiger sind. Jack Welch hat mal gesagt, alles länger als 6 Monate ist kein Projekt, sondern ein Zustand. Und das kann ich absolut bestätigen. Projekte, die Sie aufplanen für länger als 6 Monate und haben keinen Meilenstein nach 6 Monaten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Erfahrung ist, 95% entweder Time, Budget oder Quality funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssen Themen runterbrechen, Sie müssen verständlich machen, den Elefanten in Scheiben schneiden. Das ist die Aufgabenstellung, die wir aus einem Management heraus auch haben, wie Sachen strukturiert werden müssen. Und dann kann man die mit Scrum fahren, man kann die mit CRPs fahren, was auch immer man dann für ein Tool entsprechend ansetzt, um das zu dynamisieren. Das ist die andere Fragestellung. Das Weitere, was dazu natürlich einhergeht, ist das Thema Skill to Kill. Und es gibt im Deutschen ein Wort, das nennt sich Verschlimmbessern. Das heißt, ich versuche das aus der Vergangenheit irgendwie zwanghaft noch nach vorne zu bringen. Irgendwie. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum ist das denn so? Und ich habe mir folgende Antwort am Schluss erarbeitet. Und die ist jetzt nicht Rocket Science. Menschen gucken auf die Vergangenheit zurück und die Erfahrungen, die sie gemacht haben und sind stolz auf die Sachen, die sie gut gemacht haben. Und gerade in der IT, die Heldengeschichten definieren sich sehr stark über die IT-Lösung selbst. Wenn ich aber ein altes System austausche durch ein neues System, bleibt die Heldengeschichte doch die gleiche. Es entsteht eine neue Heldengeschichte mit einer neuen Applikation. Und das müssen die Menschen einfach verstehen, dass ihre Leistung nicht an einem Produkt zwanghaft hängt, sondern die Leistung hängt an der Innovation und wie sie diese Innovation in ein Unternehmen entsprechend reinbringen. Und das ist für mich dieses Thema Skill to Kill, diese Fähigkeit zu entwickeln in Unternehmen, loszulassen und auf eine neue Reise entsprechend aufzuspringen. Und das ist aber nicht nur bei uns in der IT, das ist auch im Fachbereich. Das nenne ich Adaption. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr rausgehen in den Fachbereich und dem Fachbereich auch helfen, sich auf solche Lösungen, neue Lösungen, digitale Lösungen entsprechend einzulassen. Ich nutze das Wort Digitalisierung eigentlich sehr ungern, auch wenn es das Titelwort meines Vortrags ist, denn Digitalisierung ist das, was wir als IT schon sehr, sehr lange machen. Wir machen ja eigentlich nichts anderes, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem das richtige Wort, um im Fachbereich zu diskutieren, das Thema Innovation. Und da müssen wir den Fachbereichen helfen, sich auf neue Lösungen einzulassen. Dann reden wir wieder über Solutions und meine Solution Manager. Ja, wie sieht das ganze Thema SAP aus? Die Firma Drexelmeier hat sich vor ein paar Jahren entschieden, komplett den Konzern auf SAP zu bringen. Und eine der größten Herausforderungen bei einer solchen Journey ist die Organisationsstrukturen. Und viele meiner CIO-Kollegen, und ich war selbst bei meinem letzten Arbeitgeber auch in der Situation, müssen rechtfertigen, warum gehe ich von einer ECC 6.0 auf eine S4. Das müssen wir unseren Vorständen gegenüber rechtfertigen, unseren Aufsichtsräten gegenüber rechtfertigen. Eine Drexelmeier ist da in einer etwas anderen Rolle, in der wir uns befinden. Wir haben ein altes System, einen alten Host, aus dem müssen wir raus. Aber vor 20 Jahren gab es auch noch keine Lösung, um unser komplexes Business abzubilden. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage des Business Case. Und viele meiner CIO-Kollegen, mit denen ich darüber diskutiere, definieren den S4-Business Case sehr stark über Prozessveränderungen, über Strukturen, über Leaner, zurück wieder auf den Core, Komplexität rauszunehmen. Ehrlicherweise weniger über Funktionalität des Neusystems, sondern über Optimierung des Vorhandenen.
Kann man sicherlich einiges auch im ECC 6.0 machen, aber S4 ist ein sehr, sehr positiver Treiber, um in diese Richtung zu kommen und Konzerne ganz anders aufzustellen und auch die Möglichkeit dann eines digitalen Ökosystems in ganz anderer Form zu nutzen. Wir haben bei uns eine entsprechende Struktur ins Leben gerufen und haben gesagt, wir müssen jetzt als IT ganz anders mit dem Fachbereich zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir eine dreistufige Boardstruktur bei uns ins Leben gerufen. Ein sogenanntes Template Governance Board, wo ich strategisch mit meinen Peers definiere, in welche Richtung bewegt sich denn die IT. Wir haben ein Template Management Board, wo wir cross-divisional mit den Funktionen zusammensitzen und Entscheidungen gemeinsam treffen, die halt über eine Funktion hinausgehen. Das ist der End-to-End-Layer. IT und Funktion gemeinschaftlich. Und dann haben wir, es geht ohne die Silos am Schluss nicht, es gibt Diskussionen, die führen wir nur mit Finance, die führen wir nur mit Einkauf, haben wir die sogenannten Solution Management Boards, wo wir gemeinsam mit dem Fachbereich diskutieren, was ist die Pipeline, was ist die Priorisierung, welche Themen gehen wir mit welcher Geschwindigkeit an. Das ist unsere Pyramide, wie wir im Fachbereich zusammenarbeiten und das ist ehrlicherweise das Fundament auch für eine erfolgreiche SAP-Journey. Denn wenn Sie diese Themen im Fachbereich nicht vernünftig diskutieren und im Fachbereich nicht entsprechend mit an Bord holen, Christian hat es vorhin sehr, sehr plastisch gehabt, gesagt, man muss dann eine nicht vorhandene Lösung dem Fachbereich in irgendeiner Weise erklären. Diese Erklärung möchte ich gar nicht haben, weil ich von vornherein mit dem Fachbereich gemeinsam das Thema schon diskutiert habe. Wenn man sich unsere SAP-Journey anschaut, wie ist der Status quo? Wir haben unsere Infrastruktur, also sprich die gesamte SAP-Landschaft, beim Partner extern gehostet, das ist die Firma Fujitsu, wo wir sehr zufrieden sind, wie die gehostet wird. Wir haben unser globales Template fertig. Wir haben das im Sommer schon einmal durchgetestet, noch nicht vollständig, weil noch das eine oder andere Thema bei uns in der Peripherielandschaft, wir haben eine sehr komplexe Peripherielandschaft außenrum, wir nennen es Peripheral Systems, noch nicht fertiggestellt ist und deswegen konnten wir noch nicht End-to-End testen. Das Interessante ist, dass mich heute noch der eine oder andere CIO-Kollege anruft und mich fragt, ist S4 im Core überhaupt ready? Und ich sage, diese Fragestellung stellt sich für mich nicht mehr. Die Readiness ist gewährleistet, die kann ich immer rückbestätigen, haben wir heute Morgen von Fiesmann auch gehört. Aber es zeigt, dass doch eine sehr hohe Verunsicherung noch im Markt ist, wenn mich Kollegen anrufen und mir solche Fragen stellen. Also die Readiness sehen wir als gewährleistet. Mit EWM, IBP haben wir für uns schon relativ gut durchgetestet. Die Herausforderung, die wir jetzt gerade haben, ist das Thema Master Data Cleansing. Wir sehen auf unserer Seite auch noch das eine oder andere Readiness-Thema, komme ich gleich zu. Integrierte End-to-End-Prozesse und wir wechseln gerade bei Drexmeier auch nochmal das Operating-Modell. Und das ist eine ganz interessante Diskussion, die wir jetzt gerade nochmal führen bei uns. Denn heute folgen die Prozesse sehr stark der alten Systemlandschaft. Wir drehen das gerade nochmal und sagen, stellt euch bitte die Fragen nochmal unabhängig von der Systemlandschaft. Wie soll der Prozess von morgen aussehen? Und das mappen wir nochmal gegen die Landschaft. Also von daher haben wir da gerade noch ein paar Veränderungen, weswegen wir dieses Programm gerade ein bisschen langsamer fahren. Nichtsdestotrotz, nächstes Jahr 2020 werden wir dann im ersten Werk live gehen, so zeitnah wie irgendwie möglich. Denn meine Erfahrung ist auch, es muss einfach mal da sein, die Leute müssen es fühlen, die müssen es erleben, dann sind viele Diskussionen auch nicht mehr vorhanden. Nichtsdestotrotz, es bleiben die Herausforderungen in der Automotive, im ACS, ACS-Lösung, wo es noch ein bisschen was zu tun gibt, im JIS-Umfeld gibt es noch ein bisschen was zu tun und bevor wir das dann in alle Werke im Automotive-Bereich rausbringen können, haben wir da sicherlich noch ein paar Aufgabenstellungen. Wenn ich das Ganze nochmal zusammenfassen darf, so die Key Takeaways. Ich glaube, think business, think digital, aber definiere deinen eigenen digitalen Scope. Das heißt, jeder muss seinen eigenen digitalen Framework, ich habe den Drexmeier Framework gezeigt, aber jeder braucht seinen eigenen Framework, muss sagen, was sind die Hauptbestandteile, an denen ich arbeiten muss, die das ganzheitlich die Organisation entsprechend beackern muss, um entsprechend die Voraussetzungen geschafft zu haben, um nach vorne durchstarten zu können. Das heißt Forward Integration, das heißt Adaption, vor allem im Business. Das bedeutet, die Komfortzone ganz stark zu verlassen, sind andere Skills, die wir auch brauchen, ein anderer Umgang, den wir im Business machen. Wir müssen sehr stark mal unser Desk verlassen, wir müssen raus ins Business, vielmehr noch mit den Fachbereichen die Themen diskutieren. Das geht nur gemeinschaftlich in der We Economy, sonst werden wir einfach nicht die Geschwindigkeit haben, die wir brauchen. Und am Schluss, und ich glaube, das ist gerade für ein deutsches Publikum ganz wichtig, the skill to kill. Mit einem hohen Energielevel loszulassen, was da ist, nach vorne zu schauen und zu überlegen, was ist die bessere Lösung von morgen. Vielen Dank.